aber. Aha. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Oh ja, Gurke, weiß ja nicht. Oh, Gurke der Erkenntnis. Offenbare mir deine Weisheit. Unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Na ja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Bade einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffinier. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Ja, gucken wir jetzt. Hey, ich wollte es einfach nicht machen. Gucken wir jetzt nochmal zu den Daten an. Goldner Trachte, ach so, ja. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Hä? Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. Bananen im Kummer, was haben wir denn hier Kummer? Wir haben Kummer. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Klar, aber erst gehen wir doch mal mit dem netten Schokomat hier. Herzlich willkommen in Gilligans Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Schokomat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich wollte nur fragen. Was verkaufst du hier denn so? In Gilligans Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie sie rumlaufen, zum Beispiel. Da müssen wir so Aussehen ändern. Bist du ein Roboter? Der Gadgeteer hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Oh, diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Und? Wo kann der Gadget hier nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Ja, wer? Seine Frau und ich. Ja. Der Gadget hier ist also verheiratet. Ja, Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Das ist noch alles so blöd. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken.
Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Ja, ich glaube, der Roboter will das von der. Warum ist der Sockel dort leer? Der ist nicht leer. Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben, aber er ist da. Ein schönes Gerät, reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekt? Ja, ja, wir haben es ja schon hier gesehen. Wie ich gesagt habe. Sehen Sie. Lass doch. Also, was das Spiegel angesehen hat, wir haben es schon gesehen, der Goldene Agent ist und dann schaut's auch an. Ja, nehmen wir mal das da. Ach, Mann. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, erst rein. Verdammt. Ich finde so ab, ich das. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Ja. Jetzt können wir uns anschleichen. Laufscreens da. Jetzt aber. Das Rufus Kopfsymbol. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Zurück, zurück, zurück. Zurück, das brauchen wir, dieses Gadget da, das ist unsichtbar. Entschuldigung, dass da kein Video rauskam. Ich hab's vergessen, leider. Oh! Aua. Ja, da war er wohl. Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das hier habe ich. Uhu. Ja, können wir den hier einsetzen? Hallo? Komm. So. Das, er ist noch, nehme ich zum. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Aua. Au. Verdammt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Klar, das können wir nicht stehen. Autsch. Man konnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich bei der Landung extrem lässig abgerollt. Autsch! Ich meine, wow! Unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. Ja, wir können nichts mehr mitnehmen, leider. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Voller böse Rufus. Jetzt. Aber goldener Drache der Unsichtbarkeit.
Hey, warte, alles hat seinen Grund hier. Also, der eine war das rechte Auge, ist doch das Wichtige. Ist doch nur rechte Auge blind. Dann brauchen wir gar nicht den blöden goldenen Drachen. Glas rechts. Ich wusste doch, dass ich's. Man sollte mich. Glas rechts, ich will aber Glas links. Hä? Wo ist denn. Ich wusste doch, man sollte mich eben nie. Müssen wir. Hä? Oh Mann. Entschuldigen. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, was? Dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Ach ja? Und das steht wo? Haben Sie das Schild am Eingang nicht gelesen? What? Ich wollte erst warten, bis das Hörbuch draußen ist. Diese Erdnüsse, nicht dass ich, aber diese. Das ist bestimmt, weil man das gerade eigentlich hätte haben dürfen oder so. Ist vielleicht nur auf dem rechten oder was? Mann. Ohne Kopfhörer ist doch leiser. Jetzt mach ich das Kopfhörer wieder rein. Jetzt. Ich hasse es, ehrlich. Ja, ja, das kennen wir ja. Ich habe sie bereits gespürt, aber gründlich. Hä? Hä? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss auch nicht. Die und sie ist. Ich muss das Auto machen, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich sie falsch. Ich nehme sie. Ah, gut. Gut, 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 gut. Den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit behalte ich jetzt für den Rest des Spiels. Oh, ich habe gar nicht nach so Papierdingen, nach Zetteln gesucht eigentlich. Mach ich mir jetzt auch gerade egal. Ich will jetzt nur dieses Spiel durchspielen, bevor Goodbye den Grund rauskommt. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Moment mal, hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verband. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Entschuldigung. Kein Bock. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Wunkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Oh. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Ja. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal, die Stimme kenne ich. Das ist doch Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch.
Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Cole, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Ja, ich wollte nur sagen... Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Ja, sicher. Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Cole wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt. Okay. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Cole überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Tja, Glück im Unglück. Nein, die Welt ist verloren. Können wir die Dias nehmen? Oh, Kitty. Kitty, ach, mein Jus. Ja, haben wir die Dias. Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen... Aber... Ja, okay. Ich beende nochmal die Aufnahme und tschüss.